Leute, was geht ab? Jetzt kommt zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Wir zocken heute den Serious Maker Tycoon. Und erstmal brauchen wir ein Studio Name. Und zwar Maya Production. Wobei Maya und dann Username machen wir einfach JMG. Ist glaube ich logisch. Ich guck mal ganz kurz, kann ich hier irgendwas machen? Options. Krass nicht. Okay, perfekt. Meine Maus hängt ein bisschen hinterher, aber das ist gerade normal. So, ich würde sagen, wir machen mal unsere erste Serie, oder? Wie geht das? Ah, hier, genau. New Series. Wie nennen wir die jetzt einfach? Ich nenne die jetzt einfach mal... End of the World. S1. End of the World Pick Setting. Es wird so Future Ding so. War und Broadcast. So, starten wir die Production der Serie. Bin ich mal gespannt, ob die Serie ein Flop oder nicht wird. Bin ich mal sehr gespannt. So, Action ist bei dieser Serie natürlich sehr, sehr wichtig. Komplex ist wichtig. Ja, Humor darf natürlich nicht fehlen. Aber an Action geht es ja halt eher. Entweder Dan Weiss oder Harrison Benz. Ich würde schon fast eher ihn nehmen. Ach komm, wir nehmen Harrison Benz, Digga. Nehmen wir Harrison Benz, armer Queen. Wir finishen das Ganze und gucken mal, wie gut die Serie jetzt ankommt. Okay, Streamplay 204, Protagonist 204. Geil, Broadcast. Nehmen wir auf hier. Ah, guck mal, wir können sogar direkt alles auf einen Punkt heben. Mal gucken, wie ist die Bewertung jetzt von End of the World? Ah ja, okay. Hätte besser sein können, glaube ich. Phänomenal, okay. Story was, was enjoyable. I don't know, was das jetzt ist. Protagonist Harrison Benz was close. Ah, okay. Also ein bisschen muss ich da noch an mir arbeiten, auch an der Serie. Ich glaube, wir können jetzt auch hier, genau, jetzt können wir hier nochmal sehen, wie viele Viewer wir kriegen. Jetzt haben wir als erstes 10. 2 und die, jetzt habe ich jetzt nicht genau drauf geguckt. Aber auf jeden Fall haben wir, kriegen wir gute Sachen da. Also wir machen auf jeden Fall schon mal gut Geld, was das angeht. Hier können wir auch Protagonisten noch irgendwie aufleveln oder so. Und ja, ich würde sagen, wir machen mal eine neue Serie. Beziehungsweise wir machen jetzt End of the World 2. End of the World 2. Pick Settings Feature. Future War und diesmal nehmen wir hier wieder das Ding. Können wir nur. So, machen wir mal wieder hier eine neue. Machen wir mal den zweiten Teil der Serie jetzt. So, Action darf nicht fehlen. Humor und Komplex. Das Komplex-Ding ist immer so eine Sache, so da. Mache ich halt meistens wirklich niedrig. Und ja, der Sound vom Spiel ist ein bisschen leiser, ich weiß.
Ist aber gewollt so. Nehmen wieder Harrison Benz, Digga. Weil der war ja auch in der ersten Staffel dabei. So gesehen. Oh, ready hier. Screenplay. Okay, ist nicht so gut wie letztes Mal anscheinend. Okay, ist wirklich anscheinend nicht so gut wie letztes Mal. Also End of the World 2 ist anscheinend nicht so gut. Okay, das sieht wirklich nicht gut aus. Und die Story war cool, okay. Okay, hier auch wieder. Ja, gut. Hätte besser sein können. Hätte anscheinend besser sein können. Direkt. Und, ja, gut, das war's schon. Perfekt. Also, dann machen wir das aber jetzt anders. Dann mache ich jetzt mal hier so ein Training. Perfekt kann ich nicht. Machen wir einfach eine neue Serie und nennen die jetzt anders. Future Drama oder so. Future Drama. Wäre auch eine geile Serie. Irgendwie hätte irgendwie was. Spielt in Future Fantasy. Schauen wir mal, vielleicht kommt das Ganze ja mehr und besser an als die andere Serie. Mal gucken. Wer weiß. So, Humor ist natürlich ganz hier vertreten. Komplex ist natürlich auch. Und natürlich ein bisschen Action. Ja, bisschen Action. Bisschen nur. Nicht zu viel Action. Screenplay wird jetzt gerade gemacht. Und genau, da nehmen wir jetzt mal ihn hier, Dan Weiss. Mal gucken, da bin ich jetzt mal gespannt, wie die Serie jetzt hier ankommt. 63% für Screenplay, 63% für Protagonist und 39% bei mir direkt. Können wir mal reinmachen. Bravery auf jeden Fall nochmal hoch, Intelligenz können wir auch hoch machen. Happiness meine ich. Dann nehmen wir den tatsächlich weg und machen Happiness auf 8 auf jeden Fall. Weil dann nehmen wir einen weg und machen den so. Dann machen wir auch 777. Machen wir komplett gleich alles. So, Future Drama. Mal gucken, wie die Serie jetzt ankommt. Ui. Aber, also ich wollte gerade sagen, die Serie ist jetzt nicht da. Also irgendwie ist das nicht so gut. Da ist wirklich eine andere Serie von mir wirklich besser. Aber wir machen mal Lucky John, wäre auch eine geile Serie vielleicht. Lucky John. Da spielt jetzt in der City. Ist eine Animation. Wird von meiner Klick gemacht. So, letzte Serie für die Folge. Mal gucken. Und ich weiß, man hört den Sound nicht. Es wird sich im nächsten Video ändern. So, Humor ganz groß an dieser Stelle. Humor wird groß geschrieben in dieser Serie. Krass nicht. Auch wieder mit Dan Weiss. Bin ich mal gespannt, ob diese Serie gut ankommt. Lucky John, diesmal Animationsserie. 137 auf jeden Fall schon mal.
gefällt mir. Nehmen wir auf. So, jetzt muss natürlich das Rating gut sein. Oh ja, gut. It's terrific. Story was good. The team did a very good job. Akzeptabel. Ja gut, okay, aber immerhin. Immerhin wurde sie angenommen. Immerhin hat sie eine gute Bewertung an sich. Und mal gucken, was wir jetzt rauskriegen. Denn ich will das Dingens machen. Ich will nämlich School-Ding noch machen. Aber das werden wir dann auch in der nächsten Folge erst machen. Aber das klingt. Ja, doch, das soll irgendwie. Ja, doch. Leute, wir haben jetzt schon 600. Haben gleich 700 Euro. Boah, wir kriegen sogar immer noch Viewer dazu gerade. Und jetzt geht es sogar wieder hoch. Geil. Geil, geil, geil. Leute. Ich würde sagen, wenn euch die erste Folge vom Serious Maker Tycoon gefallen hat, lasst sehr gerne mal ein Like und ein Abo da. Und aktiviert natürlich auch gerne die Glocke, um nichts weiteres hier zu verpassen. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder oder in einem anderen Video. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Bis dann, tschüssi.